Ich war, was immer ihr wünscht. Hallo, mein Freund. Tut mir leid, mein Freund, ich habe noch zu tun. Los, schön. So, jetzt ist es im Moment nicht mehr so überladen. Ja, wenn ihr es. Und wir können hier raus. Natürlich. So viel zur tollen Schmugglerhöhle, hä? So. Mauder möchte, dass ihr in die Höhlen kommt. Die Marter mögen mir gnädig sein. Ich werde deswegen vermutlich große Schwierigkeiten bekommen. Aber abgemacht ist abgemacht. Schätze ich mal. Geht schon in die Höhle. Ich war währenddessen einfach woanders. Verstanden? Ihr müsst eure Gruppe erst. Okay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, ich hatte die Nähe eines Wesens mit großer Macht gespürt. Und jetzt seid ihr in mein kleines Gefängnis gekommen. Was wünscht ihr, Gottkind? Von Goethe hat keinen Streit mit euch. Aber ich suche Streit mit euch. Ich bin gekommen, um Marders Seele zu holen. Es ist also wahr, ein Leichnam. Bereitet euch auf euren Tod vor, Kreatur. Ich bin hier, um mit euch zu sprechen, von Goethe. Es gibt keinen Grund, gleich zu gewalttätigen Mitteln zu greifen. Das ist gut. Ich habe kein Interesse daran, jemanden zu bekämpfen, der so mächtig ist wie ihr. Lass mich raten. Ihr wurdet doch von diesem verlogenen Händler Mardor geschickt. Ja, habe ich recht? Ich bin umgekommen, um Marders Seele zu holen. Wenn es möglich wäre, würde ich einen Kampf gern aus dem Weg gehen. Ja, er hat mich geschickt. Warum? Was meint ihr mit verlogen? Wovon sprecht ihr? Nehmen wir mal die Eins. Die Seele dieses Mädchens ist mir wirklich herzlich egal. Ich möchte Mardors Seele haben, genauso wie wir es abgemacht haben. Wir können diese ganz unangenehme Affäre sofort hinter uns bringen, wenn er nur bereit wäre, seinen Teil des Vertrags einzuhalten. Moment, wovon redet ihr da eigentlich? Welcher Vertrag? Ich bin nicht bereit, mir eure Lügen anzuhören, Kreatur. Gebt mir die Seele des Mädchens, und zwar ein bisschen plötzlich. Nehmen wir die Eins. Es ist also, wie ich es mir gedacht habe. Mardor hat das Gottkind angelogen, um seine eigene Seele zu retten, was? Haha, er hat euch also nicht von unserem Vertrag erzählt. Was für ein Vertrag? 20 Jahre Erfolg und Reichtum hat er von mir gewollt. Als Gegenleistung würde er mir seine Seele freiwillig geben. Nun, er hat seinen Erfolg bekommen, Reichtum und Macht, wie es ihm vorschwebte. Aber der Mensch wurde arrogant. Als die Zeit kam, um zu bezahlen, hat er sich geweigert. Einfach so geweigert. Deswegen nahm ich die Seele seiner Frau. Ich habe ihm gesagt, sie würde ohne Seele bald sterben. Aber dennoch hat er sich geweigert. Er ist mit seiner Tochter aus der Stadt geflohen und hat seine Frau ihrem Schicksal überlassen. Er ist mir zahlreiche Jahre erfolgreich aus dem Weg gegangen, bis ich ihn endlich wieder stellen konnte. Ich habe jetzt die Seele seiner Tochter. Er wird sein Versprechen erfüllen oder die Konsequenzen tragen müssen. Sein Wunsch wurde erfüllt. Jetzt ist an der Zeit für die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Nein, ich werde nicht gestatten, dass ihr noch weiter Leid zufügt. Gibt es keine Möglichkeit, seine Tochter zu retten? Warum steht ihr da nicht einfach seine Seele? Warum macht ihr euch die Mühe, die Seele seiner Frau, seiner Tochter zu stehlen? Er hat mich also angelogen. Er behauptet, ihr wärt hinter seiner Tochter her und würde sie nur beschützen. Nehmen wir erstmal die Zwei. Ich werde die Seele des Mädchens niemals freiwillig hergeben, närrisches Gottkind. Wenn ihr eine Hand gegen mich erhebt, wird sie vergehen. Aber sie war doch gar nicht Teil des Handels. Warum muss sie jetzt darunter leiden? Das kümmert mich nicht. Ich werde eure Existenz hier jetzt ein Ende bereiten. Nehmen wir die Eins. Für meine Zwecke benötige ich eine Seele, die jemand freiwillig aufgibt und keine gestohlene Seele. Marlo weiß das. Die Seele des Mädchens ist gestohlen worden und daher nutzlos für mich. Sie muss nicht sterben, falls Marlo sein Versprechen einhält. Er kann so weitermachen und ein Opfer nach dem anderen vorschieben, dass an seiner Stelle stirbt. Aber das wird mich nicht daran hindern, ihn zu jagen, bis ich habe, was rechtmäßig mir gehört. Werdet ihr seine Tochter wiederherstellen, wenn ich ihn hierher bringe? Wenn ich euch Mardor bringe, würdet ihr mich belohnen? Nur ich bin nicht bereit, einen derartigen Mann zu unterstützen. Ich werde jetzt gehen, Leichnam. Nein, das werdet ihr nicht. Egal, welche Konsequenzen das haben mag, ich werde eure Existenz jetzt beenden, Leichnam. Nehmen wir mal die Eins. Ich würde euch die Seele des Mädchens geben, Gottkind, wenn ihr mir Mardor bringt. Ihr könnt ihre Seele wiederherstellen oder sie für euch behalten.
Eine Seele ist für viele Wesen von großem Wert. Nein, ich werde euch nicht helfen. Nein, ich glaube nicht, dass ihr euer Versprechen halten würdet. Es ist wohl besser, wenn ich euch gleich töte. Nun gut, dann werde ich euch Mado bringen. Dann wartet ich voller Freude und Erwartung auf eure Rückkehr, Gottkind. Ja. Ich habe zugestimmt, Mado zum Leichnam zu bringen, damit er seine Schuld endlich bezahlt. Ich könnte ihn vielleicht hereinlegen, sodass er mich begleitet. Andererseits frage ich mich, ob er nicht freiwillig kommen würde, wenn ich ihm sage, worum es geht. Fragt nur. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die Oberseite des Tisches fühlt sich kalt an. Es sieht so aus, als ob man den Tisch umdrehen könnte. Oh. Das wird euch viel stärker schmerzen als mich. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Die Oberseite des Tisches fühlt sich kalt an. Ihr dreht den Tisch um und entschärft damit ein paar der Fallen auf der Plattform. Okay. Die Oberseite des Tisches ist mit Flammenmustern überzogen. Es sieht so aus, als ob man den Tisch umdrehen könnte. So, ein paar Feuerelementare, die sind auch nicht schlimm. Ein Schock, okay. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Geht klar. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Meine Klinge wird euch schon zum nächsten Mal. Okay. Noch ein Tisch. Ja, hört auf, darum zu spacken. Oh, Teilungsschleim. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird immer mehr. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ihr habt es so gewollt. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ist was los? Buff mal. Meine Klinge wird euch schon zurecht. Zeit aufzubrechen? Okay, okay. Ich erwarte eure Anweisung. Ich biete meine Dienste und mein Leben. Wie viele wollen das noch werden? Ernsthaft? Die Schmerzen überwältigen mich fast. Ich bin auf das Gute. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Komm, Minz. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Erwischt! Ihr müsst mir... Boah. Ich warte auf euren Befehl. Bereit, los. Was kann ich tun? Ich warte.
Wo ist der blöde Giftheitszauber? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja? Vita Mortis. Vita Mortis. Vita, ich bin Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Ne, damit habe ich jetzt nur. Wo sagt ja bitte? Vita. Ja. Mortis. Ari, ari, ari. Bacio, bacio, ferre. Manus, potentis. So, jetzt müssen wir diesen Schleim da loswerden. Teilungsschleim ist nervig, echt. Aber echt, ey. Die Gefallenen! Nächstes Mal! Das macht Spaß, Spaß, es kann doch nicht sein, dass er immer ein neuer spawnt. Das sollte nicht sein. Eure Stunde wird noch kommen. Das macht Spaß, Spaß, Bo! Ja? Ernsthaft? Ich helfe, wo immer ich kann. Das sollte ich nicht machen. Aber ganz ehrlich, okay. Teilungsschleim sollte sich nicht so vermehren wie die Pest. Hallo? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Natürlich. Wurde aber auch Zeit. Führt mich an, mein Freund. Ich weiß, dass Teilungsschleim böse ist, aber das ist doch jetzt lächerlich. Normalerweise dürfte sich Teilungsschleim nur ein einziges Mal teilen. Ihr müsst eure Gruppe. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Euer Wunsch ist ja keine große Herausforderung. Sprecht ganz meine Meinung. Ich krieg den Teilungsschleim nicht tot. Wo ist es denn? Feuertroll, hilf mir nicht. Teilungsschleim. Der Teilungsschleim ist mit anderen Schleimen und Schimmeln verwandt. Er teilt sich in zwei unabhängige Kreaturen, wenn man ihn mit Waffen verletzt. Er ist mit Feuer verwundbar und kann auf diesem Weg permanent vernichtet werden. Die Dienerin der Natur ist bereit. Die Pflicht ruft. Ich werde langsam müde. Ich warte auf euren Befehl. Pause machen? Ich warte.
Das hier ist wesentlich aufregender als Insertus, Pulcher, Imperium. Fressi, Alia. Ich bin bereit. Fort erzählt mir mehr. Okay, Feuer.